Auf Seiten der Opposition glauben wir auch, dass es zwei wichtige Punkte hier gibt. Erster Punkt, ich werde noch einmal erklären, was tut diese Political Correctness eigentlich? Etwas, das sehr viel aus unserer Extension herauskommt. Und Antworten auf der Seite der Regierung. Zweiter Punkt, schaden wir wirklich den Diskurs? Weil das war ein wirklich wesentliches Argument in dieser Debatte in der ersten Hälfte. So, zum ersten Punkt, was tut die Political Correctness eigentlich? Per hat euch erklärt, wie Sprache und Realität verbunden sind. Hier noch ein paar Beispiele, die vielleicht für euch intuitiver sind. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass wenn man kleinen Mädchen die ganze Zeit sagt, oh, you're pretty, you're cute, you're nice, und sie ganzen Adjektive verwendet, die ihnen suggerieren, das Einzige, was sie können, ist hübsch sein, dass das negative Auswirkungen auf ihr Selbstverständnis hat. Per hat das Mathematikbeispiel gebracht, dass es einfach wirklich dazu bringt, dass Menschen dazu bringt, dass sie sich ändern, nur wegen der Art und Weise, welche Sprache verändert wird. Dass wenn wir Frauen mit wenig netten Vokabeln bezeichnen, die sich in einer gewissen Weise kleiden, glauben wir, dass es ein negatives Selbstverständnis der Frauen ist, dass ihnen suggeriert, dass sie etwas nicht tun sollten, weil es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Und dagegen stehen wir. Und wir glauben, dass diese Debatte wichtig ist, dass Political Correctness wichtig ist im Status Quo, weil wir Probleme im Status Quo nach wie vor haben. Wir glauben, wir sind so weit in Gleichberechtigung. Lasst mich euch etwas erzählen. Ich bin Österreicherin und lebe nun in Schweden. Und Schweden ist uns 15 Jahre voraus in der Gleichberechtigung der Frau. Und in diesem Fall glaube ich wirklich, dass wir noch viel zu tun haben, dass wir Dinge einfach nicht hinterfragen, die hinterfragt werden sollten. Dass wir hier sehen, dass wir zum Beispiel rechtsradikale Parteien und stark nationalistische Parteien haben, die Rhetorik verwenden, die nicht gut für unsere gesellschaftliche Ziel ist. Dass wir einen Status quo haben, wo wir wirklich große positive Effekte haben, wenn wir politically correct language in unserem täglichen Gebrauch verwenden. Wir hören hier nun, dass dies all diese negativen Effekte hat, dass wir dem Ziel schaden, das wir verfolgen. Hier stehen uns zu, dass das Ziel gut ist, dass wir diese Sprache forcieren sollten, dass sie wichtig ist für unsere Gesellschaft. Aber wir schaden diesem Ziel in einer gewissen Weise, glauben Sie. Nun gut, gewisse Dinge kann man sicherlich hinterfragen und gewisse Dinge wie dieses Innen kreieren einen gewissen Diskurs. Aber wir glauben, dass erstens mal der Diskurs wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wie solche Dinge wirklich passieren, natürlich am Anfang etwas steht. Am Anfang sind wir dagegen, weil es anders ist, weil es nicht das ist, was wir gewöhnt sind. Das ist immer so. Aber langsam, die Dinge ändern sich langsam. Wenn man nun Mad Men zum Beispiel schaut und man sieht diese schwangeren Frauen trinken, dann hat man dieses automatische Gefühl, oh mein Gott, was macht ihr, ihr seid schwanger, ihr könnt doch nicht trinken. Das war natürlich am Anfang auch nicht so. Am Anfang, wenn man solche Dinge in die Gesellschaft bringt, dann ist einfach ein gewisser Widerstand da. Und das ist absolut normal. Und wir glauben, dass dieser Widerstand auch gut ist. Und wir glauben, dass wie dieser Widerstand sich etwas Positives verwandelt, ist eben, dass dann die Regierung herkommt und alle Dokumente wirklich umsetzt und Political Correct Language einführt, dass Universitäten reagieren und Gender Studies einführen, dass Institute forschen an diesen Problemen, die wir für wichtig erhalten. Und wir glauben nicht, dass dieser Effekt, dass wir die Menschen so massiv damit abschränken, so extrem groß ist, dass er unserem Case besonders schadet. Vor allem glauben wir, dass dieser Effekt ja Mehrheiten betrifft und nicht die Minderheiten. Wir sind hier auf der Minderheitenseite. Wir glauben, es ist wichtiger für die Minderheiten, dass sie nicht diskriminiert werden in der Gesellschaft, sprachlich diskriminiert werden und nicht, dass die Mehrheit, der Nutzen der Mehrheit, diese Worte zu verwenden, einfach wesentlich geringer ist. Dazu schließt Stefan. Das Problem an eurem Mechanismus ist, dass wenn ihr gesellschaftliche Veränderungen erreichen wollt, dann müsst ihr die Gesellschaft erreichen und dürft nicht den Teil davon verprellen. Okay, wenn Political Correctness nicht funktioniert, dann sagen wir, warum in dieser Debatte nicht einmal das N-Wort wirklich gefallen. Weil keiner es sagen will, weil wir es schon erreicht haben, dass wir gewisse Dinge nicht, weil wir es schon erreicht haben, dass wir gewisse Dinge nicht mehr sagen können. Und wir wollen, dass diese Diskussion weitergeht und dass in der Gesellschaft weiter vorangebracht wird. So, zu meinem zweiten Punkt. Wird der Diskurs nun wirklich massiv eingeschränkt? Nein, wir glauben, dass er das nicht wird. Erstens mal, weil wir keine Meinungen verbieten, sondern weil wir einfach nur die Gesellschaft in eine gewisse Richtung drängen wollen. Das heißt, wir haben eben nicht diese Meinungspolizei, von der Pierre gesprochen hat, sondern wir glauben einfach, dass es wichtig ist, die Sprache und das Verständnis zu ändern. Und wir haben hier kein Beispiel gehört, was man wirklich nicht in politisch korrekter Sprache ausdrücken könnte. Aber es hat einen gewissen Effekt auf
Aber es hat einen gewissen Effekt auf den Diskurs, wenn wir politisch korrekte Sprachen verwenden. Der Diskurs inkludiert dann diese Minderheiten, diese Gruppen, die unterdrückt wurden historisch oder noch immer unterdrückt werden. Im Moment schließen wir diese Gruppen aus vom Diskurs, weil wir sie durch diese Sprache ausschließen. Nun kommt von dieser Seite das etwas counterintuitive Argument, dass es einfach so ist, dass wir die Minderheit, dass wir ja nun die Mehrheit von der Debatte ausschließen. Und wir kaufen dieses Argument nicht. Wir glauben, die Minderheiten im Diskurs zu integrieren, ist wesentlich wichtiger in diesem Fall. Wir glauben, dass für einen guten Diskurs in der Gesellschaft wir diese Dinge brauchen. Was mich zu meinem letzten Punkt bringt, einer Abwägung, die auch von unserer Seite als Extension gekommen ist. Wir haben nun diese Metric. Wir wollen mehr nutzen, als wir schaden wollen in der Gesellschaft. Wir wollen eine glücklichere und stabilere und zufriedenere Gesellschaft. Nun, wägen wir ab. Wir haben auf der einen Seite das Recht der Mehrheit. Dieses Ding, dass wir sagen, okay, vielleicht solltest du das N-Wort nicht verwenden, vielleicht solltest du ein anderes Wort verwenden, um das auszudrücken. Das zu tun, schadet dir persönlich extrem wenig. Aber eine Person, die dich hört, wenn du sie diskriminierst, sprachlich, diese sprachliche Diskrimination dann in ihr Handeln eventuell übernimmt, dies ist ein viel größerer Effekt. Wir glauben nicht, dass die Mehrheit aufoktroyieren sollte, wie sich Minderheiten in unserer Gesellschaft fühlen. Wir haben ja auch gesagt, wir kreieren einen gesellschaftlichen Wandel, aber selbst wenn dieser gesellschaftliche Wandel auf unserer Seite nicht kreiert wird, glauben wir trotzdem, dass es wichtig ist, eben die Rechte der Mehrheit mit der Rechte der Minderheit abzuwägen. Und aus all diesen Gründen glauben wir, dass wir auf Seiten der Opposition im Recht sind.